So, wenn sich wieder einer über den Ton beschwert, tut mir heute leid. Ich hänge am Lavalier von Brode. Besser geht jetzt momentan nicht. Und wir schauen jetzt uns mal genau an, was wir im Lieferumfang haben. So, jetzt nochmal beschrieben, wie man das Ganze macht. Dass man das glatt zu streichen hat. Man kann das auch einwickeln über Eck. Ich hoffe, wir können das jetzt so ein... dass man das hier über Eck legen soll. Am Fernseher oder am Monitor. Man kann Dinger wohl auch warm machen oder sollte Betriebstemperatur haben. Troubleshooting. So. Wenn es Ärger gibt. Fehlerbehebung steht hier nochmal auf. Überspringen Sie nicht die Schritte zur WLAN in der App. Gut. Hier haben wir eine Anleitung. Die ist auch in Deutsch von 14 bis 26. Hatte ich auch schon mal reingeguckt. Das ist, glaube ich, die Smart Life App, die da rüber zu steuern ist. Das Ganze lässt sich natürlich Interface. So. Energie, technische Daten, 5 Volt, Frequenz 10 Stufen, 21 RGB 50, also 50 RGB, Bedienungsweise Fernbedienung 5 Meter. Funktionsweise, da steht also das Übliche hier nochmal in Deutsch drin, das ist eigentlich immer so ein bisschen sehr selten, was man. Smart Life App zur Verbindung, die haben wir bereits schon im Haus, das heißt, das sollte dann ganz gut funktionieren. Was wichtig jetzt ist, und das dürft ihr nicht vergessen, reinigt die Oberflächen. Ja? Und ich würde jetzt hier nicht gerade über die Boxen rüberkleben, aber wir werden uns irgendwie hier vorne in diesem Bereich bewegen, das kommen wir gerade rüber. Ich schaue mir das jetzt mal genau an, wie ich am besten hinkomme. Und hier ist der Controller, der geht über USB 2.0 und wenn ich Glück habe, kann ich das Ganze hier über den 2.0 ansteuern. Da sollte eigentlich genug Saft rausgeben. Und das möchte ich jetzt gerne mal mit euch in Angriff nehmen. Wir haben auch eine RGB und TV oder RGB Fernbedienung dabei, wo man vor verschiedenen Modus einstellt. Das ist so eine Standardfernbedienung. Batterie ist hier immer meistens gleich mit dem Lieferumfang geteilten. Da bist du nur hier zack ziehen und dann funktioniert das Ding. Schon. Gut, was ich auch gut finde, dass man den hier jetzt ankleben kann. Also sonst habe ich immer so einen Klebestreifen dabei. Und das ist, um das einigermaßen an den Ecken noch festmachen zu können. Oder beziehungsweise die Kabel zu befestigen. Habe ich auch immer vorrätig. Okay, gut, dann ich bereite das mal vor und rechne mir das jetzt aus und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So, die Flächen sind ja nun gereinigt. Ich muss das jetzt ein bisschen andeuten hier. Die lassen sich auch relativ leicht knicken, weil die natürlich dünn sind. Ihr könnt sie hier auch an diesen Dingern hier kürzen. Das hatten wir jetzt ja nun oft genug. So. Die lassen sich wirklich gut verarbeiten. Dann sehen wir natürlich zu, dass wir da hinten so ein bisschen rumkommen. Kann man auch mal leicht schräg legen, geht auch. Wichtig ist, dass wir da hinten, das sieht ja sowieso kein Mensch, dass das nachher gerade wird. So. Da kann man ja auch nicht drauflegen. Und ich mache das mal weiter und dann gucken wir uns das Komplette natürlich an. Ne? So ist der Plan. Sollte ausreichen eigentlich. Das sind 50 Zoll. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich hoffe, es reicht. Da haben wir jetzt den Controller verlegt. Wenn ihr so an den Ecken das noch so positioniert, ist das gar nicht verkehrt. Und dann gibt es natürlich für diese Kabelteile, die habe ich immer vorrätig. Ein 100-Pack packe ich euch mal in die Videobeschreibung, wenn ich sie wiederfinde. Da kann man so bisschen das Kabelmanagement machen, entschuldigt. Wir schwenken mal hoch. Also man kommt gerade so hin, wenn man sich positioniert mit den 3 Metern aus. Runter. Das Knarren ist zu scheuen. Entschuldigung, ist das Stativ. Muss geölt werden. Ist aber bezahlt. Man sagt ja, wenn irgendwas nicht bezahlt ist, knarrt es noch. Aber das ist so. Also, im Prinzip klappt das, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein 49 Zoll Fernseher da. Der Toshiba. Hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Gut, wir hängen das Ding jetzt natürlich wieder an die Wand und dann werden wir das mit der Smart Life App verbinden. Und dann ist das Alexa gesteuert. Und natürlich auch mit der Fernbedienung, was ich vorteilhaft finde. So, ihr geht in der App
auf Beleuchtung, dann auf wie viel Lichtleiste und dann könnt ihr die hinzufügen. Das ist natürlich jetzt auch ein blöder Name, ne? Das will ich aber noch gezeigt haben. Den können wir jetzt beenden. Bearbeiten meine ich. So. Und da könnt ihr natürlich jetzt mit der Entferntaste reintragen, was ihr da gerne möchtet. Und da das hier im Schlafzimmer ist, zeige ich jetzt hier auch nicht so viel gleich. Schlaf 2. Alexa, Schlafzimmer 2 aus. Okay. So, man kann hier natürlich ganz viele Sachen noch machen, einstellen und bla bla bla. Aber hier sind wir im Schlafzimmer, hier werde ich auch nicht so viel zeigen. Wir haben noch verschiedene Szenen, Read, Working, was ist das hier noch? Dann Soft, Colors. Verwechselt dann, aber ich glaube, das ist natürlich nervlich so ein bisschen beim Fernsehgucken. Daisy. Musikmodus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Test. Musikmodus geht natürlich dann auf die Sprache, wenn man das jetzt hier so sieht. Wir testen das Ganze nochmal und dann, wie gesagt, die verschiedenen Farben. Das werde ich mir gleich mit meiner Frau noch mal aussuchen, was wir denn hier so gerne hätten. Na? Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich zu meiner Intro-Session. Bis gleich.